Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Stardew Valley. Da hat mir der Kran gerade voll ins Ohr geschrien, die Sau. Ja, der Kran, Alter. Der Hahn. Ich begrüße wieder den guten Schakal. Hallo. Hallo. Junge, bin ich direkt verwirrt. Also, fetten Lachfläche zum Kartoffeln. Ja, man, eine Kartoffel, wie gesagt, aufheben fürs Büchlein, ne? Bin mal gespannt, wann der Major kommt. Voller Euphorie gleich mal hier doppelt gegossen. Da hat er vielleicht der Kran reingesprochen. So, sehr gut, dass du ja auch schon eine Scarecrow geplaced hast. Oh, die goldene Kartoffel verkaufen oder die goldene in die Kiste? Die goldene Kartoffel, die auch in die Kiste. Also eine normale Kartoffel und goldene müssen wir auch aufheben. Weil ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, welche Sachen man in das Buch kleben muss. Sondern es gibt eine Quest in dem Buch, wo man von 4 verschiedenen Früchten 5 Stück Gold reinhauen muss. Deswegen okay. Heben wir die goldenen erstmal auf, bis wir gucken können, was da so rein muss. Aber da so, müssen was wir machen noch wir denn heute? Louis hat heute Geburtstag. Ja. Und du? Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. So, ja, Mann. Tja, ich weiß es nicht. Was da los ist. Wieso bin ich überhaupt immer noch. Wieso habe ich immer noch bei Hofarbeit 0? Weil du schwach bist. Und im Kampf 0 und im Sammeln habe ich gerade mal plus 1, Alter. Du bist schwach. Das ist voll unfair. Ich gehe in die Stadt. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Du gehst in die Stadt? Ich hole mal meine Hoe, damit ich Würmer ausgraben kann. Okay. Hab ich gerade einen entdeckt. Ich gehe in der Zeit mal ein bisschen angeln hier bei uns am Teich. Mal. Sehr okay. Gut. Bin ich dabei. Also, soll ich deine Geode vielleicht mit jemand aufmachen? Jo, wenn du magst, mach das mal gern. Ja, mach ich das. So, Freunde, dann verbringen wir den Tag heute zusammen am See. Der Lompi geht schon mal in die Stadt, die Geode auf. Wow. Und ich werf meine Angel aus. Jetzt wird gerade mein Rechner gelaggt, wie Sau. Wie gelaggt? Ja, doof Kopf. Was ist eigentlich unser nächstes Ziel? Also unser erstes Ziel sollte sein, dass wir... gute Frage. Wollen wir mehr auf Anbau? Alter, was habe ich denn gefunden? Eine Pfeilspitze, yo. Das ist voll das krasse Artefakt. Kommt drauf an, wollen wir lieber Sachen anbauen oder wollen wir lieber Kühe später machen oder wollen wir beides machen? Das ist halt die Frage. Auf jeden Fall brauchen wir Kohle. Ich bin auf jeden Fall... durchweichte Zeitung. Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von beiden. Also das heißt, ich möchte gerne, oder ich würde mich freuen, wenn wir unseren Hof ein bisschen mixed gestalten. Also quasi anpflanzen und die Tiere. So hat jeder seine Aufgabe dann vielleicht später. Ich weiß es nicht. Ja. Oh, ich habe... Louis hat beim Durchsuchen des Mülls Luigi erwischt. So schöne Joja-Cola rausgezogen hier aus dem See. Geil. Ich habe tatsächlich schon einen Fisch gefangen. Nicht nur durch weiche Zeitung. Fischi. Oh, du kannst oben an, vor der Mine an dem See kannst du ganz gut angeln, glaube ich. Also da ging es für mich immer ganz gut. Brauchen wir die Geode auf. Oh, hier raus. Aha, ein gelbes Stück Kacke. Jagoid. Und ein Donnerei. No. Ein was für ein Ei? Ein Donnerei. Okay, kann man das anfangen? Ausbrüten? Nö, das ist ein Stein. Das ist ein Stein. Ach so. Den kann ich hier im das sogenannte Dings tun. Museum. Geht ja voll klar, da hat er gespendet, der gute Lombi. Eine Belohnung geschollet, Junge. Da habe ich die Blumenkohlsaat rausgeholt. Da können wir nochmal neues Zeug anpflanzen, sag ich mal, ne? So, Schwein. Wir verwechseln auch mit fast jeder Folge unseren Akzent. Au! Was ist jetzt los? Habe in den Kopf gestoßen. Da hat er gerade einen kleinen Swatbass, habe ich hier herausgezogen, echt? So, jetzt bin ich mal noch an die See gehen. Gehen? Mal gucken, ob ich da irgendwie ein paar Muscheln oder so kramsen kann. Ja, achso, was wir vielleicht gar nicht erwähnt hatten, die Folgen kommen parallel raus. Also gut wie parallel. Das heißt, wenn ihr da mal gucken wollt, was der liebe Lompi treibt, wir sind ja eigentlich fast immer zusammen, was der liebe Lompi treibt, einfach mal bei dem Lompi auf den Kanal gehen. Lemon Grace, der liebe Mann. Nichts gefangen. Oh.
Ja, natürlich das Ganze auch andersrum beim Lompi auf den Kanal. Die Leute, die zuschauen, können auch gerne mal bei Mixe vorbeigucken. L, also EL, Schakal LP, aber ich denke mal, eine Verlinkung wird es auf jeden Fall trotzdem geben. Auf die jeweilige Playlist. Ah, ich lasse die Muschel hier liegen. Cool. Ich bin voll. Weil wir es gerade wieder hatten, wie vermehren sich Bäume? Tja, indem du Samen plantest. Mhm. Nein, Treibholz. Aha, aha. Alter, schon meine dritte Cola, die ich aus dem See gezogen habe. Was ist denn hier los? Kannst du mal sehen. Ah. Perfekt. So, Kopfposition gewechselt. Das spielt sich so angenehm am Abby, sieht auch sweet aus, Alter. Mit Controletti. Da macht sich das Angeln auch viel besser, finde ich. Mhm. Eine ist aber auch eine Brille. Vor allem klickert das Angeln dann nicht so. Ja, das kommt auch noch dazu. Löwenzahn. So. Müll. Sieht aus wie ein Kackhaufen, wie so ein Versteinerter. Da komm ich ja nicht mal durch. Hallo. Hey, Luigi, Mario, Mario. Das sind doch Italiener. Stimmt. Zwei kleine Italiener. Ey. Ja, hat er mir einfach Leben in die Tasche geschmissen. Ja, der hat in die Tasche gekackt, Junge. Oh, sehr schön. So. Machen wir heute mal das pure Angelvergnügen. Aber ich glaube, ich werde da noch ein bisschen umgraben, oder? Ich meine, drei Cola. Cola. Vier. Okay, ist schon die vierte Cola, die ich jetzt hier rausgezogen habe. Alter. Und noch eine zerbrochene Brille. Schade, dass wir den Recycler noch nicht haben. Ja, ich weiß auch gar nicht, wann man den bekommt. Ich glaube, relativ spät. Also. So, hat man den ganzen Crumble hier verkauft? Den Crumble? Mhm. Und da haben wir das angebieten. Meiner. Ja, aber die auch mal ein bisschen. Mal gucken, ob wir hier eine kleine Sprout rausziehen. Und wieder ein Schwarzbarsch. Neuer Rekord, 43 cm. Tatsächlich sogar Silber. So, wo angelst du, Meiner? Da bist du. Jawohl. Und wieder eine grüne Alge. Richtig geiler Alge rausgeangelt. Angel ich doch ein bisschen mit. Ja. Jetzt stehen wir hier. Oh, Treffer. Oh, wir haben auch einen Treffer, Junge. Oh, perfekt, jawohl. Mann. 41er Schwarzbarsch. Mein Gott, das ist Lachs. Oh, den habe ich auch schon. Das war der erste, den ich gefangen hatte. Synchronangel. Freilich. Huch. Da kam mir das Hüsterchen jetzt dazwischen, die Angel wieder rauszuziehen. Treffer. Jawohl. Möchte buttern. Oh, ey, schon meine vierte Zeitung. Oh, das war ein Schwarzbarsch. Zack, Mann, das geht voll ab. Lumpy und ich und der Tag am See. Eine Kuhn zerbrochene CD. Da war es wieder das Treibholz. Eine Cola, nice. Warte mal, jawohl. Weißt du, was ich mit der CD mache? Oh, scheiße. Da rein. Da habe ich wieder im Inventar. Ich lach mich kaputt, wenn ich die jetzt gleich hab. Nee, ich hab die wieder im Inventar. Ich wollte ihn zwar eigentlich würde ich sie ins Wasser werfen. Lass mal den ganzen Müll hier rausfischen, quasi. Das Geräusch von der Angel finde ich auch geil. Tripod. Schwarzarsch. Schon der zweite silberne. Ein Schwarzarsch. Achso, Fische dann auch behalten? Naja, das dauert eine Weile bis zu dem Fisch. Und ich weiß gar nicht, was man von dem Fisch hat. Okay, also verkloppe ich dann erstmal quasi alles, ja, was die Fische können wir verkaufen. Also meine fünfte Cola. Ja, bringt alles Geld. Jawohl, endlich eine Zeitung. 3 Volt. Ja, das Witzige ist, wir sind immer noch in derselben Aufnahmesession und ich habe vorhin in der kleinen Pause, die wir gemacht haben, schon zum Puppi gesagt, das Spiel macht im Co-op süchtig. Ganz ehrlich, ich könnte den ganzen Tag heute Stardew Valley aufnehmen. Ja, was haben wir da Schönes? Ein Schwarzbärsch. Schwarzarsch.
Ich bin jetzt schon wieder traurig, dass wir bald Feierabend machen müssen. Heute mit der Session. Und dann quasi erst in den nächsten Tagen weiter aufnehmen können. Aber ich hoffe, dass es bei den Zuschauern auf jeden Fall gut ankommt. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder sonst irgendwas, verkleift's euch bitte. Wir lassen uns da nicht reinreden. Nein, Quark. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt's natürlich gerne in die Kommentare. Immer wieder. Ich freue mich da immer sehr, wenn ich mal lesen kann, was ihr davon so haltet. Ja, das ist schon die sechste Cola. Ich überlege gerade, ich hau mir mal eine Grünalge rein, damit ich vielleicht noch ein, zwei Angelwürfe machen kann. Und deine Beatmatches sind heute auch wieder sehr kommunikationsfreudig, aber nicht so laut wie sonst. Was hast du mit dir gemacht? Nix. Oh. Ich hoffe mir erstmal das Ding entgegen. Und da ist er wieder, die Cola. Meine Stimme. Ich bin nämlich immer noch am Auskurieren. Du weißt ja, ich war vor drei Wochen, fast vier Wochen, ein bisschen erkrankt. Ich habe immer noch tatsächlich ein bisschen mit dem Husten zu tun. Ja, das ist ganz schlimm. Ist das. Wenn du das nicht medikamentierst, oder wie man das nennt, medikamentös behandelt, dauert zwar länger, aber es geht auch von alleine weg. Ah, das hätte ein perfekter Fisch werden können. Aber er ist es nicht geworden. So, einen Fisch mache ich auch noch. Da ist er. Endlich. Da warten wir noch, was der Lumpy fängt. War bestimmt eine Raubmod-Kopie, die du da eingesammelt hast. Von Ubuntu. Gibt's das Betriebssystem eigentlich heutzutage noch? Ja, natürlich. Echt? Zack, guck mal, da haben wir sie. Jawohl! Yeah. Oh, da gehen wir jetzt ja gleich mal installieren. Ubuntu. Ah, ich mag unseren Hof jetzt schon. Ich mag es echt sehr. Aha, Fisch, dich. Ah ne, jeder verkauft ja für sich selber. Ja. Fisch. Cola, Papier, zack, alles reinjauen, was ich heute geangelt habe. Mal gucken, was es bringt. Ich freue mich drauf. Ich check nur gerade mal hier das Ding ab, ne? So. Ich guck mal noch Wetterbericht. Jawohl. Morgen wird es eine leichte Brise. Erwartet eine Menge Pollen. Oh, Königs der Soßen. Warte mal. Was? Gemüsepfanne, der perfekte Weg, um etwas gesundes Grünzeugs auf deinen Teller zu zaubern. Schwitze das Gemüse in etwas Sesam an und frischen Ingwer und Knoblauch dazu. Jetzt tief durchatmen. Oh, ist das gut. Du hast gelernt, wie man Gemüsepfanne macht. Ja, hab ich auch gelernt. Ja. Nice, Alter. Super cool. So, dann gehen wir ins Bettchen. Bis morgen früh. Mach's gut, Mario. Gute Nacht, Luigi. Schlafen gut. So, mal gucken, was er gemacht hat. Oh Mann, ey, sammeln Stufe 2. Fischen Stufe 1. Guck mal, Money in the Bank. 1300. Ich werde jetzt hier erstmal die ganzen Pflanzen gießen. Ja, ich schließe mich dir gleich an. Wir haben Tag 8. Wir haben Luis nicht zum Geburtstag gratuliert. Mhm. Oh Mann. Er gratuliert uns ja auch nicht zum Geburtstag, die Blume Sau. Oh, guck mal, Kirschblüten. Okay. Ich hab's gerade noch gesehen. Zack, schnell eine Angel ausgeworfen. Ich helfe dir mal beim Gießen. Nur die Gießkanne vergessen. Ich hab die Gießkanne vergossen. Ah! Alter, flach, bitte. Noch und nöcher. Füße hoch, der Witz kommt flach. Ich bin tatsächlich mal gespannt, was hier aus der Mixtape rauskommt. Das eine sieht ja aus wie eine Blume. Das und Rettich, oder? Eine Potato. Eine Potato. Da war noch eine Potato fertig. Eine Potato hatten wir schon. Ich habe einen Brief. Potato. Hallo Luigi, ich muss mich dafür entschuldigen. Kannst du dein Haus vergrößern? Ich bin es, Robin. Ach, tatsächlich jetzt erst? Ja, ich guck mal ganz kurz bei mir in der Herstellung, was da so abgeht, was ich vielleicht mal noch machen könnte. Kirschbomben sind wahrscheinlich gut für die Mine, oder? Mit den Kirschbomben? Mit einer Kirschbombe kann man sogar schon den Zwergfrosch halten, aber den verstehen wir noch nicht. Ich weiß nicht, ob er den irgendwann versteht. Da ist die Frage, was fangen wir heute mit dem Tag an? In der Stadt habe ich eigentlich keinen Bock. Wir könnten vielleicht mal noch ein paar... Können wir mit 1400 schon irgendwas, ein Silo oder so? Nee, ich glaube, es kostet 10 oder so. Ich habe keine Ahnung, ey. Also ich habe kein Werkzeug dabei. Wir könnten vielleicht mal noch ein bisschen die Farm unten aufräumen. Ja, das können wir tun.
Also nehme ich wieder Axt und Spitzhacke mit und du vielleicht noch die Sichel. Ich nehme, ich nehme mein Schwert, Spitzhacke und Axt nehme ich mit. Spitzhacke! Da können wir daran vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Lol. Doch habe ich drei gemischte Samen rausbekommen. Hahaha. So. Bisschen Hofarbeit muss natürlich auch sein, ne? Wir wollen ja so Hof im ordentlichen Zustand ist. Das ist korrekt. Natürlich werden wir Holz etc. pp. Später noch brauchen für den ganzen Kladderadatschki. Alter, ich höre mich hier abgrasen. Oh, Alter, wie viele Samen ziehst du noch raus, bitte? Ja, ich bin ja. Na, Arthur, ich komm, jetzt warte ich. Der Saminator, Alter. Ich bin der Bodenbesamer. Voll, ich krieg ja teilweise doppelt so viel raus, weil, keine Ahnung, durch Lag oder so. Da haben wir denn noch? Haben wir denn noch? War es das echt schon an Bäumen jetzt hier? Hier oben sind noch ein paar. Wo ist oben? Bei mir im Haus. Und da hören wir den Lumpy klopfen. Ah! It's me, Schella. Butz, 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 butz. Ich bin der Holzfäller Joe. Haben wir da heimlich Holz in der Tasche geschmuggelt, Kollege. So, irgendwie ist hier nichts weiter. Willst du mir vielleicht die Mix-Seeds mal geben, die du gerade eingesteckt hast? Da würde ich mal noch ein bisschen Dünger herstellen. Aber mit Wunder. Es sind ein paar mehr geworden. Alter. 19. Ich habe gerade zwei eingesammelt. So, da bräuchte ich mal meine Hacke. Machst du denn das Gießen? Ja. Alles klar, Herr Kommissar. Ich sehe. Ich sieze sie. Ich sehe, das funktioniert wunderbar hier mit uns beiden. Ich werde gleich mir neue Bäume einpflanzen. 1, 2, 3. So. Ich komme nicht durch. So, 20 mal Dünger müsste ja reichen. Wir haben ins... Na, einmal Dünger fehlt noch. Einmal Dünger fehlt. Ich kann noch keinen Dünger herstellen, aber ich kann dir Harz geben. Vielleicht kannst du dann Dünger draus machen. Gib mir das. So. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4. Also fehlt tatsächlich noch hier, hier, hier. Warte schon mal. Ach, bringt das auch was, ja, wenn du schon vorher gießt? Das kann man schon vorher machen, ja. Okay, cool. So. Soll ich mal meine Hecke holen? Na, musst du nicht unbedingt. Okay. So. Dann wird er. Nein, ich will Luigi nicht meine. Nein! Aber wenn ich gerade platzieren will und du da voll durchrennst. I'm so sorry, so. Sir. No problemo. So, kannst du mal mit deiner. Hast du eine Spitze dabei? Nee, ich kann die aber holen. Mach das mal, dann machen wir hier unser Feld schick. Düngen, 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 düngen! So, jetzt haben wir nochmal 5. Machen wir noch eine Querreihe hier rein, wa? Nein, jetzt habe ich den. Ah, oh, fuck, jetzt habe ich den Dünger vergessen. Egal. Er gießt trotzdem munter drauf los. Heilig. Zack. So. Wunderschön. So, haben wir denn noch ein paar Steine? Dann kann ich vielleicht noch ein bisschen Weg machen. Halt. So. Wie sieht's denn hier eigentlich aus mit... Oh, hier sind auch nochmal 9 drin. Jawohl. Ich glaube, wir könntest sogar noch eine neue Scarecrow hintun. Inzwischen. Soll ich mal gucken? Ich guck mir dein Haus an. Ja, nichts Besonderes, ne? Ich brauche ein Stück Kohle. Würdest du dann mal für die Scarecrow hier unten noch einen Platz frei machen? Ja.
Dann könnte ich die quasi schon placen. Weiß ja nicht, du weißt ja am besten, wo sie dann hin soll. Ich würde die hier hin tun, tatsächlich. Hier so? Jo. Zack. Putz. Alles klar, renne ich weg. Wir haben noch 5 Mixed Seeds. Oha. So. Das heißt, wir brauchen noch 2x Dünger. Dünger, Dünger. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und los geht's. Ja, Piepmatsch, wir haben dich auch lieb. 1, 2, 3, 4, 5. Ich kann zählen. Das ist gut, weil ich kann nicht lesen. Also gleichen wir uns aus. Du kannst nicht lesen, dafür kann. Du kannst nicht zählen, dafür kann ich lesen. Ne, das kann ich ja schon mal hier drin behalten. Das rostige Schwert habe ich eigentlich immer dabei. So, was machen wir denn mit dem angebrochenen Tag jetzt? Du, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Meine Energie ist auch very low. Ich pflastere jetzt erstmal noch hier fertig. Ich soll einen Schmelzofen herstellen, sagt mir die Quest. Und ich kenne immer noch nicht alle Leute. Nee, ich tatsächlich auch nicht. Ich habe noch Müsli-Riegel, soll ich die verkaufen oder wollen wir die essen? Ja, heb den mal auf. Kannst du ja eine Kiste tun oder so. Ich tu den mal in die Kiste. Ich guck mal an das schwarze Brett. Oh, ich stell mal noch ein paar Müsli-Riegel her. Ich blöde eine Fuhre von Kartoffel. Ich zahle, wenn du sie gebracht hast. Gas. Tja, das ist blöd, Gas. Was ist das? Gas? Gas. Guss. Ach, Guss. Gut. Aber das dauert ja noch ewig bis zum Eierfest, yo. Oh, hier ist der Arzt. Hallo, Arzt. Bist du schon in der Stadt? Alter, bist du schnell. Ich hau die Müsli-Riegel mal bei Kartoffel und Co. rein, ja? Jawohl. Jetzt fehlt mir noch Maru. Sollen wir noch ein paar Bäume pflanzen? Ach, scheiße. Maru ist ja bestimmt irgendwo zu Hause oder so. Oh. Ich verschwör. Gibt's doch nicht, Alter. Ich bin ja noch ein bisschen unterwegs. Ich guck mal, was ich hier noch finde zum Sammeln. Völlig am Müll krabbeln, der Kollege. Karma nennt ihr. Ja, wir haben noch eine gemischte Saat gefunden. Ich guck mal kurz. Oh, Fortschritt fertig. Ich habe vergessen, meine ganzen Dinge hier abzuholen. Tiere aufziehen. Tiefer in die Mine, Ebene 40, 10x Schleim töten und nutze deinen Schmelzofen, um einen Kupferbarren zu schmelzen. Habe ich da. Ah, ich glaube, ich habe den abgeholt, den Kupferbarren. Ja, beide Male. So. Wir haben jetzt 1750 Goldie. Ja. Boah, der Robin sieht aber auch geil aus jetzt, ne? Warte mal. Nee, Quatsch, wo bin ich denn jetzt? Ich bin am Spielplatz. Lumpy, es wird schon wieder spät. Ja, ich bin schon wieder zurück auf dem Weg zur Farm. Okay. Dann werde ich das auch mal tun machen. Am Lauch! Kommt denn eigentlich los und sagt dann endlich mal hier, Bro. Ich schließe dir mal das Haus auf. Keine Ahnung. Vielleicht ist es morgen ja schon soweit. So, ich habe nichts mehr. Ich pack meine Garnkartenhacke mal wieder rein. So. Gucken, was da weiterbricht. Leben vom Land. Willkommen bei Leben vom Land. Wir sind. Weiteren Tipp für euch, spitz die Ohren, lasst uns über Zäune reden. Zäune sind nützlich, um Unkraut fernzuhalten, um eure Pflanzen zu schützen. Sie helfen Bauern aber auch dabei, ihr Vieh zusammenzuhalten. Zäune gehen nach einer Weile kaputt, aber Stein, Eisen und Hartholzzäune halten länger als gewöhnliches Holz. Ist natürlich auch noch eine Idee, das Zeug einzureidonseln. Wetterbericht. Morgen wird schön, wundersonnig. Scheißendreck. Alles klar. Ich werde auf die gehen. Boah, so, gucken wir noch, was jetzt hier der Tag gebracht hat. Jawohl. Schon zumindest ein bisschen was. Wieder nicht viel. Aber damit müssen wir, glaube ich, haben wir die 2000 jetzt geknackt? Keine Ahnung. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, das war's dann wohl für den heutigen Part. Was? Was sagst du? Dann würde ich sagen, das war's wohl schon für den heutigen Part.
Oh ja. Ja, es ist nämlich soweit. Es tut mir leid. Aber so ist. So ist. Deswegen sage ich, lasst einen Daumen, wenn euch die Folge gefallen hat. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Tipps oder irgendwelche Ideen oder irgend sowas. Vielleicht, ne? Immer rein damit. Und schaut beim Schakal vorbei. Ja, schaut beim Lumpy vorbei. Und dann. Wir danken euch auf jeden Fall fürs. Oh, bei mir geht gerade voll Sirene an. Silent Sirene. Ja, wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. Tschüssi.